So, wir spielen heute BeamNG Drive, wie gesagt, einfach ein bisschen, um heute Scheiß zu bauen. Das ist zumindest soweit der Plan, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt KI-Gegner und KI-Gegner. So kann man Verkehr auch nennen, wenn man in ihn reinkarrelt. Ich kann man ihn auch als Gegner bezeichnen, man kann sich aussuchen. Das wollte ich gerne. So, perfekt. Gut, jetzt sehe ich alles. Jetzt sehe ich alles, was ich sehen wollte. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir hier. Schöne Übersicht. Perfekt. Fangen wir denn heute mal an. American Road. Ich muss halt gucken. Ja, genau. Ich darf nämlich keine Maps von anderen Leuten nehmen, weil die werden höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Oh, West Coast USA können wir mit Verkehr mal machen. Oh, das wäre gut. Ja, das machen wir. Wir machen West Coast USA mit KI, mit KI-Fahrzeugen. Das sollte relativ geil werden. Das machen wir heute mal. So. Der Discord-Link. Wir müssen dem Bot mal wieder einen neuen Discord-Link einführen, dann merke ich gerade. Testen wir doch einfach, ob Mods gehen. Kann ich gleich mal probieren. Ich kann gleich mal eine Mod-Map nehmen. Ich habe ja ein, zwei drin und wir gucken einfach mal, ob die KI drauf angestellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Modder die Map KI-freundlich erst machen müssen, dass Wege vorhanden sind. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die KI von jetzt auf gleich einfach jetzt eine Map kann. Also, dass sie weiß, wo sie langfahren kann und wo nicht. Bei den Maps, bei den Leuten, bei den Maps vom Spiel selber würde ich mich nicht wundern. Deswegen. So. Ich sehe mal so aus, dass ich keine Arme mit dem T-Shirt, weil die Ärmel so kacke lang sind. Es ist ein normales T-Shirt, aber man sieht meine Arme halt nicht. Naja, egal. Habe ich heute keine Arme. Heute gibt es keine Kekse für mich. So. Oh, da gönnt der Johnson Racing. Ne? Dankeschön für den zweiten Monat, mein Guter. Dankeschön. Dankeschön. Das Schöne ist, durch die KI dauern die Maps auch gar nicht noch länger zum Laden. Das ist super gut, aber sobald wir einmal drin sind, geht's ja. Webbotschi, okay. Genau, da ist richtig, der Link zum Discord müsste funktionieren. Ich habe den letzten nochmal geupdatet und habe dann vergessen, dem Bot das zu geben. Gab es eine Ankündigung? Ja, also ich habe jetzt halt kein Video auf YouTube hochgeladen, aber ich habe es im Community-Tab und auf Instagram gemacht. Also wer nichts verpassen möchte auf diesem wunderschönen Kanal, schaut bitte jeden Tag immer in den Community-Tab ab und an mal rein, plus eben in Instagram, in die Story. Da poste ich meist immer, wenn ein Stream wird, auf jeden Fall. Also mit der alten KI haben die Mod mehr funktioniert. Da müsste mit der neuen KI eigentlich noch eher funktionieren, oder? Die ist eigentlich relativ intelligent. Relativ. Alter Spiel! Ah, jetzt spawnt er mich mal endlich. Ah, wir hören schon was. Ihr müsst mir gleich mal wegen Spielton Bescheid geben. Das Spiel ist nämlich teilweise echt assig laut. Dass ihr Bescheid wisst. So, er baut gerade alles auf. Plop, plop, plop. Plop, 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 plop. Ich mag diesen Mapper-Boss. Das ist ein bisschen was von Minecraft. So, oh, da haben wir ein Haus, fehlt uns da noch. Schade, da bauen wir noch ein Haus. So, wie gesagt, Sound müsst ihr mir gleich sagen. Jetzt, wenn ich hier stehe, werdet ihr keinen Unterschied hören. Wir suchen jetzt mal ein schönes Auto aus. Der Pickup ist nämlich gar nicht mehr so geil. Habe ich den Monster Truck noch drin? Oder den rausgenommen? Er hat den Monster Truck, glaube ich, rausgenommen, ne? Ja, fuck. Ah, ich hätte den Cash nicht löschen sollen. Er hat den Monster Truck gekillt. Schade, na gut. Aber wir haben noch einen Bus. Oh, ich komme auf so dumme Ideen gerade. Oh. Eieiei. Ja, komm, wir nehmen mal den Bus. Ich bin mal gespannt, ob ich die Performance sofort in den ersten 5 Minuten dieses Teams komplett in die Tonne kloppen kann. Ich bin gespannt. Default Rate Max Ride. Wie kann ich den tiefer machen? Ah, da habe ich ihn jetzt rechts abgelassen, das bringt uns nicht so viel, ne? Wie fahre ich dich wieder hoch? Scheiße. Jetzt habe ich gerade die Türen geöffnet. Hoppala, das war auch nicht mein Plan. Danke an Janik, nur noch 15 für die Subscription. Willkommen, mein Noob, Dankeschön. Da gehen die Türen wieder zu. Ah, jetzt habe ich ihn gerade recovered. Okay, da müssten wir auf der Höhe richtig sein. Ja, jetzt ist er nicht abgelegt. Okay, wir spawnen mal Verkehr rein. Traffic. Normal. So. Weil mit Verkehr und einem Bus, der Verkehr wegrammen kann, das kann nur lustig werden. Ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Ich habe das Gefühl, ich werde das Spiel innerhalb der ersten 5 Minuten dieses Streams gleich kaputt machen. Ich sehe das schon kommen. So, wie gesagt, wegen Sound müssen wir gleich Bescheid geben. So. Ich würde sagen, wir fahren noch mal ein bisschen durch die Stadt hier. Wenn mir jemand entgegenkommt, wird er halt eiskalt auf die Gabel genommen. Ich bin dieses Ding noch nie gefahren, wie ich aufgefahren ist. Deswegen war ich gerade wegen der Flammen, die hinten aus dem Auspuff kommen, ein wenig irritiert. Oh, Kurve!
Bruder, was ist da los? Der ist viel zu schnell, der Bus! Das kann nicht gut gehen, was wir hier machen. Beim besten Willen nicht. Ich sehe das ganz doof nach hinten losgehen. Ich hab noch Bock auf Marshmallows. Wir haben einen fucking Jetbus. Oh, Raketen halt. Warum eiert der eigentlich so komisch? Bruder, danke an Sandwich36, willkommen im 5. Monat, dankeschön. Ich bin gerade von meinem Bus ein bisschen geflasht. Grüß dich! Alter, wie ist der Mana gekegelt? BMG ein bisschen lauter? Ja, das kriegen wir doch hin hier. Also gar kein Thema. So, warte mal. Machen wir mal so. Das dürfte hinhauen, hoffe ich mal. Müsst ihr mal kurz zurück? Bitte Platz machen, dankeschön. Wo hängt der zum Geier? Außer geistig. Der ist ja so komplett auseinandergenommen worden. Junge. Ja, der hängt im Zaun fest. Hoppala. Hoppala. Na, hoppala. Es tut mir jetzt aber leid. Hört sich mal. Dankeschön. Ich werde heute so viel Unmengen an Spaß haben. Bruder. Fresse halten. Oh, das wird gut. Jetzt das noch mit Multiplayer, stimmt eigentlich. Boah, Multiplayer wäre so geil. Okay, weiter geht's. Danke, es floft auf Facebook, willkommen im 4. Monat. 2-0 im Lauf im Hochsommer durch Schwimmer. Treffen auf eine 8. Sagt die eine 0 zur anderen. Wow, bei der Hitze mit Gürtel. Puh, okay, wir machen da mal weiter. Das reicht dann jetzt auch für den Tag. Aber ich würde gerne auf die Autobahn eigentlich. Autobahn ist da. Wir mal kurz mal drehen. Guten Tag. Guten Tag. Au. Er haut ab. Er haut ab. Er will abhauen. Nein, niemals. Ich muss dem Spiel ja mittlerweile echt loben sagen. Die Performance ist echt gut geworden. Also wenn ich überlege, was ich hier gerade alles mache, weiß ich, wie das Spiel vor ein paar Monaten... Wie es vor ein paar Monaten drauf reagierte. Vor ein paar Monaten wäre BeamNG konsequent abgestürzt oder hätte geruckelt wie so. Mittlerweile läuft es echt gut. Also, ich muss... Ja gut, er wäre jetzt halt tot, aber ich meine, die Performance ist halt gut. Und danke an Klaas 203 für die Subscription. Willkommen, mein Noobs. Dankeschön. Hör auf, Gas zu geben. Beruhig dich jetzt. Feier wieder aus dir raus. Wie kann der Mutter da dafür ziehen? Ich lass ihn mal, ne? Er ist sehr laut. Wir fahren da mal weg. Der soll mal alleine schreien. Alter. Fahr da mal rückwärts gegengesetzt auf die Autobahn. Was soll da passieren? Könntest du jetzt mal vom Gas gehen? Du kommst da nicht mehr weg. Realisier es doch. BeamNG gibt es leider noch nicht im Multiplayer. Leider noch nicht. Ich hoffe, es kommt irgendwann noch. Ich denke mal, hiermit kann man die Performance ganz gut testen, ob Multiplayer funktionieren würde. Anscheinend ja. Wieso haben die eigentlich nonstop das Bedürfnis, das Gaspedal danach durchzulatschen wie ein Gestörter? Danke an Dom Cinemax, willkommen im neuen Monat. Dankeschön. Mein Gott, was ist denn los hier? Guten Tag. Darf ich mal. Oh, Vollgas, Vollgas mit dem Bus. Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Tastenkombi weiß ich nicht. Ich habe nur das Strike kurz rechts auf dem Controller. Habt ihr schon gewusst, ich bin Meister im Origami. Ich habe so meine... Da ist gerade noch irgendwas explodiert. Origami liegt mir sehr gut. Also, ich sollte mal aufhören. Der hängt im Boot. Oder komm mal durch. Easy going. Leichte Mautstelle. Vorsichtig. Wir fahren einfach die andere Richtung. Na, wo ich will eigentlich Gegenverkehr war. Komm ich da nicht durch? Ah, komm! Das kann man mit Tastenkombi jetzt für den hochzufahren, oder?
Shift G. Ja, okay, ist egal. Weil wir wechseln mal kurz einfach schnell das Auto. Ich fahre da durch und dann machen wir weiter. Ich nehme einfach kurz einen anderen. Ist ja egal. Fahren wir da schnell durch. Und dann nehme ich wieder Bus. Macht. Ah, hier geht's ja eh gar nicht weiter da hinten, ne? Scheiße. Ah, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Okay, super. Dann drehen wir wieder. Gut. Macht das mal in der Busfahrerperspektive. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee. Da habt ihr eigentlich recht. Ich gehe mal in die Innenraumperspektive gleich. Genau. So. Einmal replacen wieder. Gibt's noch. Ah, da, Busfahrer. Perfekt. Gut, dann wollen wir mal, ne? Ein bisschen Busfahrt, liebe Leute. Schön anschneiden, festhalten ist wichtig. Danke an Gamerplay für den Resub. Willkommen um 8 Uhr. Oh mein Gott, da sind aber ganz schön alte Leute mittlerweile bei. Im Raum ist der ganz schön leise. Ein ganz schön leiser Bus. Guten Tag. Ich sehe nichts mehr im gehackten Auto in der Windschutz. Oh, fuck. Ah! Oh Gott, ich sehe halt nichts mehr. Weiter geht's, wir fahren noch. Alles gut. Was passiert hier? Oh, Leitplanke. Aua. Entschuldigung. Moment, mir hängt irgendwie. Man schaut hinter sich und man sieht nur ein großes großes Massaker. Da überall Flammen. Der Bus ist kaputt. Ich hab den Bus kaputt gemacht. Ich habe einen Nitro-Bus. Da kannst du jetzt mal loslassen. Ich wickel den jetzt einfach um die scheiß Laterne. Da, weg damit. So. Einmal kurz wieder reparieren. Nein, fuck, jetzt häng ich fest. Nein! Nein, nein, ja, nein. Ja, so, fertig, weiter jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gerade gesehen, sie wurden frisch gespawnt. Guten Tag. Bitte gehen Sie weg. Dankeschön. Mein Gott, schon wieder die scheiß Fliegen in der Windschutzscheibe. Alter, hör auf Gas zu geben. Der schmeißt mir die Karre quer. Oh, da habe ich gerade um die Laterne. Es ist momentan, was wir hier machen. Der ganze Bus ist komplett auseinandergerubbt. Hä, wo kam denn jetzt überhaupt her? Ich habe komplett die Übersicht verloren. Da liegt mein Reifen. Mhm. Alter, was passiert hier eigentlich? Ah, fuck, jetzt komm weg da. Ah, jetzt kann ich mal kurz nachvollziehen. Ah, wie kam gleich die Kurve? Ah, da gibt es nicht auch einen LKW mit Rambock? Gab es nicht einen LKW auch mit Rambock? Der Destroyer. Oh, das klingt aber sehr schön. Der hat auch Nitro. Nehmen wir den mal. Der ist auch schön. Wir müssen das theoretisch, eigentlich müssen wir das in Italien auf der Autobahn machen, weil die Italien-Autobahn ist so scheiße lang. Da kann man super viel Scheiße bauen. Ja, der ist nicht so schnell wie der Bus, das ist ein bisschen langweilig. Aber theoretisch haben wir Nitro auch. Aber die Autos kann man leichter umkippen. Wir haben mehr Kraft. Und vor allem sieht das Führer aus, cooler aus. Das ist ein sehr großer Pluspunkt. Sehr großer Pluspunkt. Guten Tag. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Heimreise. Guten Tag. Überlegst du, ob du mir vor die Front fahren willst. Gute Entscheidung. Geht's überhaupt weiter? Nur in den Feldweg rein. Ja gut, schaffen wir. Das ist gar kein Feldweg, das ist eine normale Straße. Steuerung. Au, 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 au. Hallo. Wo geht der Rückwärtskammer der Karre nicht? Jetzt aber, mein Gott. Tschüss. Oh, oh, oh. Ich wollte nur die Kamera wechseln, alles gut. Sag mal! Hä? Hat er nicht festgefahren oder was? Komm, Rückwärtskammer. Komm, Rückwärtskammer. Der Trigger biegt auch nur leicht, der Wagen, ne? Alter, LKW, was ist denn jetzt los mit dir? Komm, 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 hör auf, dich festzufahren. Wisst ihr was, wir gehen mal auf die Italien-Map. Ich weiß nicht, warum ich auf das Bedürfnis habe, aber Italien-Map haben wir längere geradeaus Stück.
Und es ist noch mal ein bisschen sexiger. Machen wir denn Italien? Da. Können wir direkt auf den Highway? One-Way, Portofino, Default. Der Port, ja, der Airport ist aber an der Autobahn, perfekt. Gehen wir da hin. Ich will ein bisschen mehr Ram, mehr Scheiße bauen. Das geht da mehr, ich habe da mehr Platz für. Man kommt in den Stream und sieht einen zusammengefalteten Bus. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich nicht mehr beeindrucken, wenn man hier so reinkommt und denkst, oh, Lukas, naja. Was habe ich anders erwartet? Ich gehe da mal wieder. Das hat dann noch gereicht für den Tag. Heute gab es schon sehr, es gab jetzt schon sehr komische Unfälle. Also wir hatten jetzt schon krassere Unfälle als manche Let's Play-Folgen. Ich muss diesen Bus mal für ein Video rausholen, glaube ich. Ich bin noch nie gefahren. Ich merke aber, dass er gerade sehr, sehr viel Spaß macht. Weil er halt einfach assig zu schnell ist und einfach alles auseinanderhaut, was mir in den Weg kommt. Aber eigentlich machen wir das ja auch nur, um das Schadensmodell zu testen. Man muss es ja auch so sehen, ne? Wir testen nur das Schadensmodell. Ist es wirklich asynchron oder schreibt das nur der Martin? Weil ja, wenn es bei euch einzelnen Personen asynchron ist, einfach mal neu laden. Das kann mal helfen. Das ist beim Stream gerne mal so. Aber ich meine, es müsste synchron sein, also halbwegs zumindest. Okay, ja, wenn jemand meine Streams starten, dann wird das wohl nicht asynchron sein. Schätze ich mal. Weil er drehen muss. Kannst du kurz, du könntest vielleicht die Zeitlupe machen. Weiß jemand, welche Taste die Zeitlupe auf dem Controller ist? Das würde mich gerade mal interessieren. Weil ich weiß, ich muss gleich mal kurz gucken, ob es ein Controller-Layout dafür gibt. Okay, okay, die KI funktioniert auf Modmaps. Nicht so gut, aber sie funktioniert. Okay. Gut zu wissen. So. Wenn es jetzt mal lädt, Alter, das dauert. Das Map-Laden ist auch noch das größte Problem vom Spiel. Das braucht nämlich viel zu lange. Aber haben wir gleich. Und dann machen wir gleich wieder ganz viel Scheiße. Und dann gucke ich mal ganz kurz, auf welcher Taste Slow-Mo ist. Weil je nachdem, wie wir die Autos mitnehmen, ist halt wirklich geiler, das stimmt schon. Kaufen Sie jetzt Scheibenwischer. Für wenige Autos in Ihrer Windschutzscheibe. Okay, erstmal sollte ich hier wegfahren, bevor ich den Bus hole, weil das endet nicht gut, wenn ich das jetzt hier mache. Das endet in einem großen Glitch-Gewitter. Und das brauchen wir nicht. Einmal kurz hier drüber, einmal kurz wieder hier raus. Yo! Der Tiro haut einfach mal raus, hat einfach mal gerade wunderschöne 5 Subs? 5, ja, 5 Subs herausgekloppt. Dankeschön, der Tiro, dankeschön dafür. Danke, danke, danke. Da haut er einfach mal 5 Subs hier raus. Dankeschön dafür. Richtiger Ehrenmann. Auch wenn ich das Wort sehr ungern benutze, aber manchmal gibt es auch Gründe, wo man diesen Begriff da mal nennen darf, finde ich. Also dementsprechend, ja, machen wir das heute. Heute ist hier rum ein Ehrenmann, Dankeschön dafür. So, genau, ich wollte jetzt mal kurz gucken, auf welcher Taste zufällig vielleicht Gameplay ist es bei Gameplay. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Cameras, ah, Slow Motion ist ein extra Ding. Toggle Real Time, Slow Motion, Slower Motion. Alt Down. Ach, habe ich irgendwie Taste auf Controller theoretisch noch frei? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte theoretisch auf Steuerkreuz eigentlich ballern. Apply. Hat er das jetzt gemacht eigentlich? Ja, hat er. Dann Fast Motion machen wir hier hin. Ja, ist mir auch scheißegal. Und Apply. Müsste theoretisch funktionieren. Ja, und der Tiro haut noch eins raus. Jo, haut noch eins raus an den Zeilen und könnte da auch noch ein weiteres Sub. Dankeschön dafür. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, funktioniert. Ah, sehr gut. Er hat funktioniert. Okay, perfekt. Alles gesetzt. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier schön Slow Motion machen. Ich muss das auf jeden Fall relativ schnell hämmern, weil sonst geht es nicht so zügig, aber kriegen wir es hin. So. Guck mal, der kann sogar relativ schnell, wenn er will. Boah, kurz die Karre fast umgeworfen. So, dann wollen wir mal auf die Autobahn. Autobahn war nach links, glaube ich. Ich sollte erstmal Verkehr abmachen, fällt mir gerade ein. So. Einmal den Verkehr aktivieren, dann fahren wir hier alleine rum, dann wird das nicht so spannend. Dann fahren wir mit dem LKW. Okay,
Okay, da ist BeamNG gerade mal. Da gehen wir mal kurz in das Bild. Da ist BeamNG nämlich gerade abgeschmiert. Da hat er nämlich gerade mehr Arbeitsspeicher nehmen wollen, als ich habe. Und ich habe 16 GB. Gut, BeamNG. Ich starte mal kurz den Hintergrund neu. Oh, das ist toll. Ja, ja. Kranze. Jetzt hängt auch mein ganzes Chrome und alles in einem Träumchen hier. Hallo. Was ist denn jetzt hier gerade am Volllaufen? Irgendwas hat BeamNG gerade... Ja, Alter, meine Festplatte, meine SSD-Festplatte ist vollkommen voll. Alter, BeamNG, fick dich doch, übertreib's doch nicht. Wo hat er denn die ganzen Daten abgelegt? Ich muss mal ganz kurz meine SSD leer räumen. Der hat die gerade gemeint, einfach mal vollkommen voll zu böllern. Das ist gar nicht mal so sexy, Leute. Mal ganz kurz hier mal ein bisschen für Platz sorgen. Hallo. Träumchen. So, jetzt mal gucken. Geht's gleich sofort weiter. Kann ich irgendwas noch steuern? Ach, Musik geht noch. Okay, sehr gut. Mach ich so ein bisschen Musik währenddessen gerade an, während ich gerade versuche, meinen PC wieder zu retten, weil Chrome ist gerade vollkommen abgestürzt. Alter, haut er die scheiß Cache-Dateien hin? Weil irgendwo knallt er mir den Rechner gerade voll. Ich bin jetzt wieder weiter fest. Ich habe ja 4 Stück drin, aber die scheiß C-Festplatte ist halt nicht so groß. Eigentlich habe ich auch die Vermutung gehabt, ich brauche die nicht so groß, aber BeamNG hat wohl eindeutig gerade mir das Gegenteil bewiesen. Wo schmeißt du deine Kackdateien hin? Weiß jemand, wo BeamNG seine Cache-Dateien abspeichert, in welchem Ordner? Ich finde das nämlich jetzt gerade nicht. Ob das jemand weiß. Da. Vorher kriege ich nämlich meinen PC nicht mehr frei. Das kriege ich wirklich nicht mehr. BeamNG. Da, BeamNG Drive. Ah, ich hab's Backups. Ja, da ich Arsch viel. Ja, halt die Fresse hier. Okay, jetzt hat er mir sogar gerade meinen Windows Explorer geschlossen. Okay, jetzt geht's wieder. Meine Fresse, BeamNG. Alter, baller mir den Rechner noch nicht komplett ins Nirvana voll. Backup. So, die hauen wir jetzt nämlich mal kurz weg. Okay, das sind ein paar Gigabyte. Dann weiß ich mal, wo meine Daten alleen sind. Ja, nee, den Cache habe ich ja gelöscht und dadurch wurde die Festplatte so voll, weil der macht Backups. Problem ist halt, wenn er gefühlt 7 GB Backups macht, ist halt irgendwann die Festplatte voll. So. Ich lösche mal ganz kurz die Backups. Oh. Alter, haben wir es jetzt wieder oder ist mein Rechner meinte immer noch komplett in Ekstase zu leben? Alter, so, sorry kurz für die gerade Unterbrechung hier, aber das war so nicht geplant. Jetzt löscht auch ein paar Dateien. Ach, guck mal an. Da sind ja schon mal ein paar Daten weniger. Dann ist die Festplatte mal wieder funktionierend. Das gefällt mir schon gleich ein Stück besser. Mann. Ja, nee, die Dateien von dem Spiel liegen einfach im Dokumente-Ordner. Da hat BeamNG Drive sein. Alter, mein Rechner ist gerade so am Abfackeln. Ich weiß noch nicht, welche Dateien der gerade abgelegt hat. Das ist mir echt ein Rätsel. Naja, gut. Settings, Mods. Ach, so viele Daten sind das nämlich eigentlich gar nicht. Deswegen keine Ahnung, was er da alles reingeballert hat. Warte mal, ich guck mal, wie groß der Cache-Ordner momentan ist. Der dürfte nicht groß sein. Ne, 5 MB, das ist nix. Das ist nix. So, jetzt haben wir es aber gleich wieder, ne? Komm, jetzt lösche alle Dateien, machen wir hin. Nee, im SSD kriegt man mittlerweile günstig. Da muss ich auch nochmal eine zweite reinballern. Ich habe 2 GB gelöscht, habe 1 GB frei. Was macht er mit den anderen Dateien? Schmeißt er die direkt wieder da rein, wo ich sie hergeholt habe? Oder was macht er damit? Ach, Junge. Wir probieren es mal. Ich starte es jetzt mal und dann gucken wir mal, ob es läuft. Sehen wir gleich. Eigentlich müsste es laufen. Ich müsste mal ganz kurz hier mein Chrome und so. Mein ganzer Chrome ist weggeschmiert. Mein Chrome geht nicht mehr an. Chrome ist komplett tot. So, jetzt. Ich muss Chrome kurz neu starten. Wiederherstellen. Live-Dashboard, genau, dankeschön. Ich gehe auch wieder alles, wie ich es haben will. So, das kommt dahin. Ich hab's gleich. Sorry, kurz für die Unterbrechung. Danke für Jani für die Subscription, dankeschön. Dankeschön. Haben wir jetzt gerade leider nur so beiläufig gesehen.
So, jetzt dürfte gleich alles wieder so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Nein, nicht weg. Ach komm, jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier. Was ist denn jetzt los? Jetzt zickt hier aber gerade alles rum. Ich krieg gerade echt einen Anfall. Mann, 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 ey. Wo ist denn jetzt hier? Tipi-Stream, komm jetzt her. So. So, ich hab's gleich. Wir haben's gleich. Gleich spielen wir wieder. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Gott sei Dank. Hoch geht auf Cache-Dateien zurück. Da, 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 da. Hat ein tolles, hat ein toller Stream. Ich freue mich einen Ast ab. So, jetzt habe ich gleich alles wieder da, wo ich es haben wollte. Ja, Chrome, nee, Chrome habe, ja, drei, Chrome habe ich nur drei Tabs offen. Und die sind auch nur dafür da, um Chat und so zu sehen. Also Chat, TV-Stream und Dashboard, damit ich sehe, dass alles läuft. So, starten das Spiel neu. Ja, so, dürfte aber alles wieder funktionieren, glaube ich, hoffentlich. Sorry für die kurze Unterbrechung. Löscht man den Cache vom BeamNG mit dem Launcher? Ja, habe ich ja. Das war das Problem ja. Da ich das Ding gelöscht habe, hat der ein Backup gemacht. Und das Backup war halt einfach mal 4, 5 GB gerade groß. Und dann hat er halt noch Sachen abgespeichert. Das war jetzt nicht unbedingt hilfreich. So. Na, hallo? Jetzt geht's wieder. So, da sind wir wieder am Spiel. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder auf die Teilnehmer. Jetzt dürfte es aber gleich funktionieren eigentlich. Dann gehen wir wieder auf den Flughafen. So. Gut. Da wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Aber sollte eigentlich. Also jetzt haben wir jetzt schon Platz frei. Ich wusste ja nicht, dass der so krasse Backups macht. Beziehungsweise ich habe gedacht, der ballert die. Ich habe ja die Spiele auf einer extra SSD drauf. Und ich dachte, das Spiel ballert da seine Daten hin. Ich muss mal gucken, ob es eine Option gibt, dass man die Daten bei BeamNG auslagern kann. Dass ich mir nicht auf meine Windows-Platte draufballert, sondern auf die Spiele-Festplatte. Weil da ist es mir egal, da habe ich genug Platz frei. Die Windows ist relativ klein, weil sie halt nur für Windows gedacht ist und nicht für alle Cache-Dateien von allen Spielen, wenn sie meinen, da wieder alles drauf zu ballern. Na gut. Moin, willst du einen Trabi kaufen? Ja, habe ich vor. Auf Dauer. So. Ja, wieder warten, bis die Scheiß Map geladen hat, ey, Mann. Das nervt so, ne? Weil das dauert halt immer so ewig. Wir waren ja gerade eigentlich schon mal da. Kannst du nicht demnächst die richtigen einnehmen für Speedtail streamen? Ja, habe ich auch überlegt. Sind auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber ich will es auch theoretisch auch Let's Play, da muss ich mal eine gute Mischung finden, denn hoppala, also ruckelt nicht. So, jetzt fahren wir erstmal kurz wieder hier raus. Spawnen den LKW, spawnen den Verkehr und dann hoffen wir mal, dass das Spiel einfach diesmal nicht abschmiert und sondern. Sehr gut. Sondern läuft. Ach, komm schon. Ach, oh, hier ist eine Strecke. Ich habe gedacht, da fasse ich durch. Naja. Die fehlt hier, genau. Ich bin letztes Mal genau durchgefahren, wo ich durch kann. Alter, jetzt meine Fresse hier. Fahr da jetzt durch, ey. Scheiß Pickup. Gibt's außerdem was Bino Anotil, die ich in den nächsten Mods reizen? Ich überlege gerade, wie viele sind's jetzt? Need for Speed auf jeden Fall. Drei Stück sind sogar noch. Grid, das neue reizt mich. Borderlands 3 reizt mich Ultra und das neue Call of Duty, das neue Modern Warfare. Ich bin ja normal so ein totaler Anti-Call of Duty-Typ, weil ich einfach denke so, naja, mit Scheiße Geld verdienen ist jetzt nicht so geil, aber ist, das Neue wirkt halt eigentlich, finde ich es gar nicht mehr so verkehrt. Also ich finde das Neue so optisch und spielerisch wieder bei den Alten und ich habe MW2, MW3 gerne gespielt und aus dem Grund werde ich mir das neue Call of Duty, denke ich mal, zulegen und mit Kumpels zocken. Also ja, paar Spiele sind dieses Jahr noch auf der Liste. So, nicht abschmieren, nicht abschmieren, nicht abschmieren, nicht abschmieren, nicht abschmieren, komm, komm, komm. Bleib an. Ah, komm schon, Spiel, mach keine Faxen. Oh, puh. Ha. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt kommen wir auf den Helm. Kann man dir helfen? Ich wollte gesagt, ich schieb's uns. Ich schwör's dir. Ich grüße uns mal kurz von hinten. Das hätte ich so nicht sagen sollen. Ihr wisst doch, was ich meine. Langsam holen wir auf. Hui. Und tschüss. Ja, nee, das neue Call of Duty sieht halt spielerisch wieder wie alten aus. Ich mag es einfach schön simpel.
Einen guten Shooter habe ich nichts gegen. Gut, Borderlands ist ein sehr guter Shooter, aber dennoch. So, Autobahn. Tja, gut, dass der scheiß Bus, der scheiß LKW auch ein schönes Navi hat. Man weiß genau, wo man sich befindet. So, natürlich könnte man jetzt meinen, wir fahren auf die richtige Seite der Autobahn. Aber, da wir nur Crashes wollen, nicht natürlich. Das Lobo funktioniert ja noch, das ist gut. Deswegen Slow-Mo. Grüße Sie, wie geht es Ihnen? Hängt mir immer noch vor der Front. Irgendwas stirbt gerade in meinem Radkasten. Oh, oh komm, ich drück mal noch mehr gegen die Planke. Oh, okay, reicht wieder Wheatime. Oh, das ist ganz schön schnell, wie wir hier den vor die Planke drücken. Der hängt ja. Die Autos bleiben konsequent an diesem LKW hängen. Komm jetzt! Kusch dich! Tschüss! Was ist denn mit den Büschen hier los? Ah, ich dachte schon. So, bitte von außen. Okay, warte. Ah, fuck, falsche Kamera! Ich gehe schon nach außen, ich habe noch Zeit. Fuck, falsche Kamera schon wieder. Jetzt. Tschüss! Man, kann ich über die Leitplanke heben? Oh ja, kann ich! Komm, flieg! Tschüss! Ja gut, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, der wird sich nicht per rechtlicher Sache bei uns beschweren. Junge, der LKW geht ganz schön ab, wenn man den neuen Aufschwung kriegt. Motorfucking zwei gleich ab, unser Kühler im Arsch ist. Wer hätte damit gerechnet bei frontalen Einschlägen, aber naja. Oh Gott, die Achse ist auch ein bisschen krumm. Fahren wir dabei 130 Sachen. Und die Texturen laden konsequent nicht mehr nach. Hallo, Autos. 150. Ich habe das Gefühl, er legt gerade keine Autos mehr rein. Hallo? Ah, da. Ja, noch ein bisschen schneller. Entschuldigung. Und 16-fach. Oh, Alter. Entschuldigung. War keine Absicht. Schönen Tag noch. Tschüss. Oh, oh, geht's in den Bus? Aber man kann in den Tunnel rein, ne? Ja, sehr gut. Nein, oh, 100-fach. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. 16-fach tut's auch. Das Problem ist, ich befördere die mittlerweile nicht mehr hoch. Ich deformiere die eigentlich schon beim Einschlag. Oh Gott. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag. Tschüss. Au, 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 au. Oh. Sollte mein Bus, naja. Macht nichts, der wollte eh später wenden. Ach ja, daran lag's. Da wollen wir da mal kurz vorbei. Warte mal. Liegt der noch da? Ah, der Swiss. Ist der weg? Ist doch weg. Schade. Alles für die Wissenschaft, genau. So sieht's nämlich aus. Dieser ganze Stream dient nur der Wissenschaft. Ist mir sehr wichtig, dass man auch mal guckt. Ja, wie verhält es sich denn? Metall bei Aufprall von 150 Sachen frontal. Der scheppert voll in die Leitplanke rein. Eieiei, oh, da fliegt der Reifen. Entschuldigung. Oh fuck, ich will den LKW verlieren. Ich fahre nur noch auf der anderen Seite, ist mir aufgefallen. Die hauen nur noch vor mir ab, die kommen nicht mehr auf mich zugefahren. Die Leute wissen, was hier abgeht. Ich glaube, es hat sich echt drum gesprochen. Wir müssen ja immer auf der eigenen Seite mitfahren. Das ist viel lustiger, wenn man den so von hinten angeflogen kommt. So zack weg, das ist wie der Blinker links, nur ein bisschen deutlicher. Da kommt wieder einer. Da kommen wieder ein paar. Komm, 16-fach. Der erstmal 8-fach, weil den schmeiß ich jetzt voll in seinen Gegenkumpan da rein, oder nicht? Oh, nee, schmeiß ich überhaupt nirgendwo rein. Der fliegt einfach nur. Komm, immer in die Ladefläche. Komm schon. Nein, ich bin zu schnell dafür. Ich habe so Spaß an diesem Spiel. Das hat schon ein bisschen was Poetisches, ne? Treffen die sich gleich noch? Oh, meine Reifen quietschen auf jeden Fall nur minimal. So, jetzt können wir mal die Seite wechseln. Aber wir sind in der Stadt angekommen, ne? Okay, einmal rum. In der Stadt wollen wir nicht. Rum da Ding. Weiter geht's. Gas, 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 Gas. Gas, 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 Gas. Leichter Dieselqualm, minimal. Umweltschutz ist mir wichtig. Oh, die stehen ja noch beide da. Naja. Man könnte jetzt auch sagen, ich baller da nicht nochmal rein, alleine aus Nettigkeit, aber. Naja. Ich meine.
Nett sein ist ja schön, aber ein Auto voll Kanüle mitnehmen hat auch was. Tschüss, Alter. Okay, den brauche ich mich nie mehr melden. Oh Gott, der Baum, der Baum, der Baum, der Baum. Geht auch nicht, der geht gar nicht Richtung gehen. Das war seine Stoßstange. Gut. Dann jagen wir die Leute jetzt mal von hinten. Da brauche ich fast keine 16-fache Verlangsamung, weil so krass werde ich hier diesmal nicht wegkicken, weil ich hier voll Aufgaben werde einfach. Guten Tag. Räumdienst, Schnee liegt. Ich muss da mal kurz. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Oh, hängt. Ja, oh. Nicht auf dem Führerhaus landen, ey. Oh, cool. Und den nächsten mitnehmen währenddessen. 2 für 1 gibt's heute. Oh, da steht ja noch ein kaputter. Oh Gott. Du bist gespawnt. Du bist sehr langsam gespawnt. Das war eine dumme Entscheidung. Die beiden haben es echt noch gut erwischt eigentlich. Oh, dem hat sich, glaube ich, die Hinterreifen gerade weggefetzt. Guck, Papa, guck mal hinter uns an der LKW. Bam. Oh shit. Oh. Ich wollte gerade sagen, den habe ich von der Leitplanke gelangt. Sorry. Hat es aber am Schild vorbeigeschafft. Das ist nur halb so wild, also. Alles gut. Vollgas. Ihr spawnt alle im falschen Moment. Irgendwas habe ich bei ihm getroffen, was wie Wasser wegspritzt. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war der Benzintank war es. Ja, das macht Sinn. Das brennt ein bisschen, schade. Naja. Für die Konsolenversion von Wreckfest gibt es keine Mods. Nee, das ist nur PC-Modbar. Und ja, bei Wreckfest gucken wir natürlich auch noch rein, weil es hat natürlich ein riesen Update bekommen. Durch die Konsolenfassung. Was du verpasst hast, Andrex? Nur wunderschöne Zerstörungsorgien. Sowas zum Beispiel. Der Kofferraum ist Feuer aufgegangen, das war gecheatet. Das müsste im Führerhaus super aussehen, ne? Guck mal! Da ist die Stoßstange. Ich sehe halt überhaupt nichts mehr außer ein Scheinwerfer. Ich sehe halt echt gar nichts mehr. Oh. Oh! Was ist da passiert? Ich habe mich irgendwo in der Leitplanke leicht verhakt. Hoppala. Passiert mal. Fuck immer noch. Ah, komm raus da jetzt. Vorne ist ja noch einer. Entschuldigung. Bist du mal durch. Einmal bitte aufräumen. Einmal wieder von der Brücke runter. Und tschüss. 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 Der bleibt liegen, ne? Ah, fuck. Oh, ich bleib wieder voll hängen. Scheiße. Okay, es ist 100 times slower, bringt mir nichts, wenn die Karre im Arsch ist. Dude. Ich häng da mal fest, scheiße. Okay, noch einmal. Ich sag tschüss. Okay, lassen wir das. Ich mach den jetzt so weiter kaputt. Nitro habe ich leider jetzt gar keinen Knopf verbindet. Nitro habe ich nämlich gegen Slow-Mo ausgesetzt. Aber ich finde Slow-Mo ist auch die coolere Nitro. Ich sollte Textur mal höher stellen. Irgendwas lädt hier eindeutig nicht richtig nach. Aber dadurch ist die Performance besser. Mein Gott. Ich glaube, die fliegenden Autos sind das Wichtige als zu beobachten. Oh, da sind aber viele Blätter an dieser Vegetation. Das ist aber ein wunderschöner Baum. So, ich denke mir jetzt so, oh, das ist aber ein wunderschön fliegendes Auto. Ihr wisst, oh, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal den Bus. Das klingt bescheuert, aber der Nitro-Bus dürfte hier noch mehr Laune machen. Weil wir haben ja gemerkt, das Scheißding hat Raketen. Also, er schießt nicht mit Raketen, es hat Raketen zum Gas geben. Ist ein Unterschied. Oh geil. Er geht. Der wird halt auch direkt sehr schnell, der Bus. Hallo? Ich kann Slow-Mo nicht mehr einstellen. Warum geht das nicht mehr? Hallo? Ich würde gerne, aber der lässt mich nicht. Hallo? Was ist jetzt los hier? Einfach stehen jetzt, Bus! Hallo? Ich krieg die Karre nicht zum Stehen!
Warum funktioniert Slow-Mo jetzt nicht mehr? Ich respawn ihn nochmal kurz. Irgendwas hat nicht ganz richtig gerade. Irgendwas ist kaputt gegangen. Irgendwas habe ich schon wieder kaputt gemacht. Falsches Auto. Geht das nicht mehr? Hallo? Warum bin ich jetzt behindert? Warum geht da mein Slow-Mo nicht mehr? Das wirkt auch die ganze Zeit, als wenn wir Slow-Mo fahren. Ah, wegen den Türen? Das könnte sein. Ja, kann sein, dass er irgendwelche Tasten draufgelegt. Stimmt, yo. Au, 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 au. Oh Gott! Ja, der Bus hat sich gerade ein bisschen verteilt. Weil die Knöpfe für die Türen belegt sind. Ah, da muss ich mal kurz. Ist es wirklich so? Ist exakt dieselben Tasten? Das könnte echt sein, ne? Ja, ist es genau. Super. Okay, ich muss mal ganz kurz Tasten umlegen. Weil wir wollen. Die Türen sind mir scheißegal bei so einem Kackbus. Controls. Vehicle. Vehicle specific. Da. Zack, für die Tonne. Na, hallo? Ja, sehr gut. Und für die Tonne. Hat er gelöscht? Ja, sehr gut. Jetzt müsste Slow-Mo wieder gehen, richtig? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, super, dankeschön. Ah, ich wollte schon sagen, das war doch, hat sich irgendwie langsam angefühlt. So, dann fahren wir nochmal eine Runde Autobahn. Bist du aber echt doof stehen geblieben. Es tut mir echt leid. Sorry, Kollege. Scheiß Bus ist so kacke schnell, ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist 8-8-fach langsamer. Ich möchte es ja einfach nur mal so, dass wir euch auf den Zungen zergehen, dass wir fahren echt nicht. Oh fuck. Junge! 16-fach ist einfach komplett durchfahren. Das ist einfach überhaupt nicht mehr mitnehmen. Das ist einfach nur durchs Auto durch. Alter. Das ist die Fahrerperspektive, liebe Leute. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin immer noch bei 16-fach langsam. Ich sag's, ne? Wir sind nicht wieder auf normaler Geschwindigkeit. Alter. Nicht gesund, das ist. Oh, mein Bus löst sich hin. Oh fuck, wir lösen uns konsequent. Mein Bus löst sich auf. Wir heben ab. Mein Reifen ist geplatzt. Wir fahren mit 140 Grad in der Luft, ich sag's nur. Oh Scheiße. Ah. Alter, das ist Realtime, wie scheiße schnell. Fuck, ist das schnell. Junge, was geht hier ab mit dem LKW, mit dem Bus? Oh fuck! Wo ist er hin? Oh. Ein wenig klein gemacht. Junge, oh, ich hab nur noch Autoteile im Radkasten hängen. Junge, geht dieser Scheißbus ab. Ist ja nicht normal. Guten Tag. Busverkehr. Oh, au, 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 au. Das war wieder der Kühler ins Gesicht. Hm, nicht gut. Oh, da haben wir ein leichtes Glitch fest. Uiuiui, da fliegen gerade irgendwelche Teile in Richtung, wo sie nicht hin sollen. Geht, geht, geht. Ich hab den Bus gleich wieder. Vierfach, zweifach und Vollgas. Realtime! Das Realtime ist halt so eklig schnell. Das Spiel kommt, glaube ich, nicht mehr damit klar, ey. Alter, wir fliegen einfach nur noch Autoteile durch die Gegend. Der Bus hebt gerade ab wegen dem Impact vorne. Wir machen gerade ein Wheelie. Ich sag nur, wir fahren 250 mit dem Bus. Auf der italienischen. Oh, das war der. Oh, oh, das ist der Motor. Oh. Oh fuck, ist das gar nicht so hart. Junge. Klingt aber jedes Mal, als würde gerade eine Atombombe zünden. Achtfach, vierfach, zweifach, Vollgas. Na, vorbei, schade. Oh, Vollgas. Vollgas. Der fährt immer noch. Okay, nicht mehr. Nein, nein, wir kommen zum Stillstand. Also bald, irgendwann. Okay, wir sind zum Stillstand gekommen. Das ist schön. Ich reset mal kurz. Wie lange geht? Ich denke mal bis um 18 Uhr streamen ungefähr. So, weiter geht's. Sorry, du stehst halt echt im Weg.
Vollgas! Das ist ein richtiger Quatsch-Stream, aber irgendwie habe ich da voll Bock drauf. Oh, mein Reifen ist geplatzt. Mein Motor ist geplatzt. Oh, mein Kolben ist geplatzt. Hoppala. Naja. Was war nicht der Reifen? Das war der Kolben, der durch die Decke geflogen ist. Oh, Junge. Der ist einfach wegrasiert worden. Ich krieg die Kurve nicht, auf keinen Fall. Au, ich möchte betonen, das ist ein offizielles Fahrzeug dieses Spiels, es ist kein Mod. Man könnte meinen, mit solchen bescheuerten Daten kann man nur Mods entwickeln. Junge. Ja, drück mir halt die Seiten mal, das ist kein Thema, gönn dir, Bruder. Oh, oh. Reifen geplatzt. Oh, fuck. Oh, nee. Ah. Das ist nicht gesund, was hier passiert. Handbremse. Ah. Ah. Fuck. Geh da mal wieder zurück auf die Autobahn, ne? Ich fand's da oben ganz schön eigentlich. Junge! Da kommen auch gerade viele. Sorry, das war der Hinterreifen. Okay, das war nicht der Hinterreifen. Naja. Oh, oh! Komplett durchs Dach gezogen, ey! Oh nein, wir kippen! Oh, wir schleifen. Wir hängen in der Leitplanke, das ist. Schön. Das Gute ist ja von diesen Raketen, Raketen funktionieren auch ohne Reifen. Denen ist das relativ egal, ob der Wagen auf dem Reifen steht. Die haben trotzdem Vortrieb. So, ich drehe jetzt gleich mal wieder, weil wir wollen natürlich wieder in die richtige Richtung. So, kurz mal weg da, dankeschön. Und Handbremse. Das geht nicht gut. Nein, oh, nein, 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 nein. Schade. So, einmal rumdrehen, das Ding. Hab's gleich. So, weiter jetzt. Ich komme von hinten angeflogen. Das wird noch viel lustiger. Also für die anderen Leute, nicht für mich. Ah, ich krieg die Kurve nicht. Ich wollte eigentlich wie's langsam machen, aber ging gerade nicht. Ah. Junge! Oh, nicht gut. Nee, das endet leider nicht so schön für ihn. Das tut mir auch wirklich leid. Alter. Oh, nicht gegen den Baum. Nicht gegen den Baum. Nicht gegen den. In den Baum. Das war die Haube. Oh, den nächsten Baum auch noch. Oh ja, komm, richtig durch. Alter, ich hab den komplett auseinandergerissen. Uns auch. Oh, ich hab. Ja, ich reiß gerade mein. Oh, oh. Oh, wir werden gerade von dem Auto gleich. Die geschehen Dinge, das ist, kannst du jeden Horrorfilm reinpacken, aber der ist leider ohne Ende, ey. Guck. Wir haben den Bus gerade mit dem Baum wirklich aufgeschlitzt, ey, der ist komplett durchgerutscht. Alter. Ja, geh nochmal zurück. Ach, wo kann ich den Bus wieder nutzen, da? Puh, ja, ich lass den mal da hängen, ne? Lukas hat Spaß am Leute am Morgen, sie getrinken kann. Nein, oh, da liegen noch Teile von dem, vom Auto. Sorry. Oh, langsamer, nicht schneller. Sorry. Müsst ihr mal durch, also wortwörtlich durch. Oh, das war. Ich treffe jedes Mal den Kack-Benzintank. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für unsere Front, wenn wir jedes Mal Flammen abkriegen. Wo ist er hin eigentlich? Hängt das immer noch eine Windschutzscheibe, yo. Den nächsten nehmen wir auch noch mit. Ich habe noch nicht mal hingelenkt. Das macht der Bus von ganz alleine. Das ist mittlerweile eine Gewohnheitssache. Und Vollgas. Gib ihm! 270, 280. Reifen geplatzt. Leitplanke! Also momentan machen wir 8 Stunden, machen wir schon über eine Stunde nur noch Scheiße. Ich sag's nur. Vor einer Stunde nur Kacke. Und Leute gucken sie dann an, aber ich habe auch viel Spaß dabei.
Wieder den Benzinkern. Der hat ihn aber auch echt ungünstig sitzen, muss ich einfach mal sagen. Tschüss. Ah, gerade nicht in die Flanke. Au, au, au. Fuck, fuck. Ah, die beiden kommen noch angeflogen. Oh, der kommt aber ganz schön angeflogen. Ja. Dann nochmal kurz resetten. So, nochmal durch. So, einmal kurz ein bisschen aufräumen hier. Die Leute können sonst nicht mehr über die Straße fahren. Was soll das denn hier? Ah, krieg ich ihn von der Straße geschubst. Sowas verdient sein Geld, GG. Ja, manchmal denke ich mir auch so, wie ist es dazu gekommen? Und wie kann man damit wirklich sein Geld verdienen? Das ist manchmal Fragen, die stellt man sich hier. Das ist schwierig. Spieltime! Fuck. Und wieder ist da reingerückt, ey. Die kam, den rasiere ich nonstop die Sack, ey. Wo ist der andere hin? Ist er nicht so weit geschleudert? Boah. Hänge ich noch am Boden? Ab wo hänge ich nicht mehr am Boden? Ah, danke schön. Wo ist der hin? Der eine kann doch nicht komplett weg obliterated haben. Weg da. Oh, ist er. Ist irgendwo weg hingeflogen. Ah, hier liegen noch Teile. Vollgas! Okay, oh Gottes Namen! Das sieht extrem elegant aus irgendwie. Hast du ein bisschen was von dem Saftkorn von Pokémon? Ich weiß nicht, warum ich die Erinnerung habe. Ich sag's nur. So, wo ist die Autobahn eigentlich? Hier ist eine Nebenstraße. Ach, hier ist die Autobahn, wir sind wieder da. So, wir versuchen jetzt mal, warte mal, ich werde jetzt mal, fahren wir kurz in zum Kasse. Okay. Wir nehmen jetzt mal nochmal das Auto. Also irgendwas versteckt, das steht sich natürlich auch. Dann liegen wir komplett. Aber ich will die Leute einfach mal rumdrehen und Scheiße mit denen bauen, ohne meine eigene Karre jetzt mal auseinander zu ruppen. Oh Gott. Sorry, wir kommen nicht so schnell zum Stillstand, wie euch das lieb wäre. Oh, das recht dir nicht. Oh, sorry. Motor geht anscheinend noch, das ist ja gut. Okay, dann habe ich ja so nicht so viel kaputt gemacht. So, den haben wir ja auch noch, aber da gibt es nichts Geiles. Ich hätte kein Auto, mit dem ich anderen Leuten auf den Sack gehen kann. Ich gucke gerade, ob wir irgendwas Verstärktes haben. Theoretisch sowas. Ein bisschen assi-mäßig. Wir nehmen mal ein Sheriff-Auto. Mit dem Sheriff-Auto Leute in die Leitplanke drängen. Einfach mal ausprobieren. Halt jetzt mal die Fresse denn mit deiner Huppen. Nimm. Ich klatsche gleich. So, Sheriff ist im Haus. Mal ein paar Leute abdringen. Gucken, ob das klappt. Ich habe ja vorne eine Bullbar. Also ein bisschen Kontakt mit Heckeinschlagen, so müsste ich eigentlich aushalten können. Ich soll natürlich jetzt nicht mit 200 Sachen in die komplette Karre hämmern, aber. Ein bisschen schlagendes Heck. Also guten Tag sagen. Guten Tag sagen. Ja, die gehen ja direkt vom Gast, die Assis. Das ist ja langweilig. Stimmt ja, die gehen ja sofort vom Gas. Ich hab gedacht, die bleiben am Gas. Die meine ich, die stimmt ja. Oh fuck. Oh fuck. Ja, klasse, Motor direkt im Arsch. Super, super Sheriff-Auto. Super effektiv. Ja, wir müssen irgendwas überlegen, wo wir noch Scheiße bauen könnten. Bei welcher Map kann man denn noch richtig viel Kacke bauen? Was denkt ihr, bei welcher Map ist es möglich, nochmal richtig Scheiße bauen? Also wir haben ja theoretisch den Yoshi Raceway. Fahren auf dem Yoshi Raceway auch Autos oder fährt da keine KI? Das würde mich gerade mal interessieren. Dann haben wir jetzt theoretisch einen Figure 8 hier sogar. Ich sag ja nur. Oder Derby. Geht Derby mit KI? Mittlerweile? Die hauen ja normal ab, oder? Die fahren. Derby. Supra ist keine Map. Versuch mal eine Mod mit Traffic. Ah, okay, die fahren auf der Strecke nicht schnell. Okay, das ist langweilig dann. Ich guck grad mal, hoppala, ob wir irgendeine schöne Map haben, die gemoddet ist.
Altitude ist eigentlich voll geile Map. Boah, wenn die mit KI funktionieren würde, wäre das natürlich super sexy, ne? Das könnte man gerade echt mal ausprobieren. Wisst ihr was? Wir probieren mal Altitude. Weil wenn die mit Map mit KI funktionieren könnte, könnte das sehr lustig werden. Da gibt es gar nicht böse Stellen, wo die KI sich böse aufs Maul legt. Probieren wir mal kurz aus, ob das geht. Das wäre ein Versuch wert. Ja, da gibt es ein paar Sprünge und allem drum und dran. Funktioniert mit KI? Oh, das ist geil. Bin mal gespannt. Gucken wir mal. Weil wir nähern uns mehr bei den 10.000 Followern, ich sag's nur, ne? Also, wir sind auf einem sehr guten Weg dahin heute. Also, nach und nach, die 10.000 haben wir bald. Muss man heute überlegen dafür. Eigentlich muss ich mir da irgendwas Cooles noch überlegen. Nebenbei, das passiert hier, wenn man sich seine Bändchen abmacht. Ich habe mir ja die ganzen Bändchen, vielleicht habt ihr ja am Arm abgemacht. Das sieht mittlerweile scheiße aus, weil es sieht sehr ungesund aus. Drücken wir es so aus. Es sieht sehr ungesund aus. So, gucken wir mal. Dann muss er laden. Na. Hallo, beruhig dich. Kampfspiel, jetzt lad die scheiß Map rein. Plop, 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 plop. Standbild. Oh oh. Oh oh. Hallo? Ich glaube, es ist gerade wieder abgeschmiert. Also ich höre noch wunderschöne Windgeräusche, ihr hört euch auch. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, wir haben uns wieder. Ah, der Rest ploppt ein. Sehr gut. Okay, es geht doch wieder. Alles gut. Vergesst meine Angst. Alles ist super. Wir nehmen jetzt irgendwas Sportliches, mit dem wir Spaß haben, weil, ja, damit hat man dann mehr Unfallwahrscheinlichkeit. Und mehr Unfallwahrscheinlichkeit, wie wir wissen, ist sehr gut. Race, Pro Drift, Street Drift, Stock, Tiger Stock, Ocean Rusty, Weiser. Wir nehmen mal die Weiser-Version. Ich nehme die Stance-Version, die schleift nonstop, das gefällt mir viel besser. Ja, und ich weiß, es ist der Supra, aber ich sag trotzdem die Supra. Ist mir scheißegal. Ich bleib beim Grand Marshal, da wurde Charles wieder geupdatet. Den Grand Marshal, den zeige ich aber noch mal im Video. Dementsprechend, ja, ist der noch nicht, habe ich den jetzt hier nicht im Stream mit drin, der wird noch mal in ein extra Video kommen. So, wir machen KI an mit Polizei. Machen wir mit Polizei. Das bauen ja auch normale KI-Autos damit, ne, immer wieder mal. Was sieht nicht gesund aus, aber ich fahre da mal. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie das auf der Map funktioniert. Eine Mod-Map. Mit KI. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. So. Okay, die Polizei juckt es nicht so sehr, dass ich gerade 100 Sachen auf der Landstraße geholt habe. Aber wir fahren mal. Mal gucken, wie das mit der KI so funktioniert. Ich bin mal gespannt. Da ist noch Restgewinne. Ich glaube, bei Plankarre ist eindeutig kein Restgewinne mehr. Okay, die haben mich. Okay. Also, die fahren die Straße. Das ist schon mal ganz geil eigentlich. Jetzt funktioniert es. An sich funktioniert es anscheinend. Das ist schon mal gut. Auf der gewonnenen Map einfach so, weil der Map ist nicht geupdatet worden. Ist dafür. Finde ich das auch sehr interessant, dass das direkt Back and Play funktioniert. Sehr geiles System, ey. Oh fuck. Oh fuck, sorry! Das ist ein vollkommen Arsch jetzt, Scheiße! Fährt noch! Kriegt mich nie, ihr Schweine! Nee! Schieb! Ja, schieb! Brav! Nochmal schieben! Schieben Sie nochmal! Ist wirklich zu laut? Dann mach ich leiser. Schon wieder aus, scheiße. Komm gern. Es funktioniert 1A, was wir hier machen. Dankeschön fürs Schieben. Polizei und Freundhelfer. Vollgas. Geht doch nicht. Au. Vollgas. Oh Gott, Alter. Bisschen leiser wäre cool. Kriegen wir hin. So, sollte ein bisschen leise sein. Supra ist relativ laut. Ja gut, das war's, glaube ich. Ja, dachte ich mir.
Schade, na gut, dann machen wir weiter. So. Schön Einbahnstraße hier, das ist ein Träumchen. Aua, aua, aua. Jetzt hier auch kein noch von euer. Schön, dass ihr mir an entgegenkommt. Das ist auf der Straße hier ein Traum. Warum geht die Karre eigentlich komplett mehr aus? Da steht jemand. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Vollgas! Oh, da war ein Felsen. Ich habe mich gerade irgendwie gefressen. Das war das Einschwert. Alles gut, weiter geht's. Guten Tag. Ach, schön, Traktionskontrolle ist an. Die nervt da rein so. Guten Tag. Vollgas! Guck mich hier, Schweine! Boah! Nee, hab ich gesagt! Kriege ich ja wirklich nicht. Ich mach mal kurz ESC aus, weil es nervt mich gerade selbst ein bisschen. Driftsport off. Sehr gut. Weiter geht's. Nehmen wir den Sprung, das schaffen wir. Nicht! Kommt die Polizei noch oder bin ich entkommen? Ja, gut, da habe ich meine Antwort bekommen. Nein, ich bin nicht entkommen. Doch hat er mich nicht. Ah doch, jetzt hat er mich. You can enjoy. Okay, danke schön. Klar, ich fahre jetzt einfach weg, ist kein Thema. Ich bin gerade nur auf brutalste Art und Weise gestorben, aber ich überlege es mir gleich wegzufahren. Vielleicht genieße ich auch noch ein bisschen die Aussicht hier. Ah, das ist schön. Mal kurz die Karre aus dem Baum retten. Ich zu auch weg, ey. Freut mich ja nicht direkt schon wieder, oder? Fahren Sie bitte weg. Wir sind super, ich versuche Grip zu finden. ESC ist super. Guten Tag. Ach, hab's geschafft, alles gut. Oh, 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 oh. Wiese, 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 Heck, 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 Heck. Au, 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 au. Stoßstange im Arsch. Lowlife und so. Ich fahr jetzt einfach oben rum, dann kriegt mich die Polizei nicht. Aha. Vollgas. Krieg mich nie. Oh fuck. Krieg mich nie. Oh Gott. Alles gut, alles gut. Oh fuck. Au, au. Was ist denn kühler im Arsch eigentlich? Eigentlich sind wir echt noch gut dabei. Oh fuck. Moin Jungs. Ich bin dann auch wieder weg gleich. Alles gut, ich finde es. Scheiße! Ich hänge ein bisschen fest, Kacke! Die Jungs sind auch so doof, also alles gut. Komm schon! Ach, scheiß Schlamm hier, ey! Okay, ich resette, bringt nichts. Das bringt gar nichts, kriegt die Karre nicht mehr weg. Er hat sich festgefahren. Nein, auch nicht. Danke an die Design. Ich hoffe, ich schreibe richtig aus. Dankeschön, wenn du bist, willkommen in 6 Monaten. Dankeschön, danke, danke. Ein verstecktes Portal. Ich würde gerne mal wieder hier wegkommen. Alter, ich rutsche halt sofort wieder. Ich spucke mich selbst an. Ich rutsche sofort wieder an, sobald ich hier oben stehe. Scheiße. Hör auf, jetzt wegzurutschen. Bruder. Vollgas. Nein, nein, nein. Felswand, 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 Felswand. Gut, das ist angenehm, alles gut. Weiter Rolltab gehört dazu. Okay, leichter Walltap gehört dazu, wie ich sagte. Leichter Walltap gehört dazu. Fuck it, Alter! Leicht und. Oh Gott. Die Polizei da vorne ist leicht am Abbringen, glaube ich. Ich hab die ja ganz.
Oh, den Pfosten habe ich nicht gesehen. Das war mein Fehler. War da wieder, ne? Schönen Dank noch. Komm schon. Volle Kontrolle, volle Kontrolle. Ach, Felsen. Aua. Ja, komm, nehmen wir eine andere Karre, der hat einfach echt viel zu wenig Grip. Nehmen wir den S13 mit. Gibt's die mit Allrad? Ne, die gibt's nicht mit Allrad, ne? Ne. Dann nehmen wir die Super mit Allrad, die gibt's nicht mit Allrad. Irgendwo, meine ich. Gibt's die nicht als Allradmodell? Drag, Street Shift, Stand. Ah, Obi Drive Rally, genau, da haben wir noch. So. Bin mal gespannt. Ja, ich muss weniger am Aufsetzen auf jeden Fall. Ja, Jungs, tschüss Jungs. Das Problem haben wir aber nicht weniger. Das Ding ist nämlich konsequent total overpowered mit der Leistung. Alter! Und runter. Junge, das kann. Ich hab nicht so viel Leistung. Nee, alles gut. Ist vollkommen gut optimiert. Hm, schön. Gutes Leistungsmenge. Ballern wir Allrad rein, dafür maximieren wir die Leistung auf plus 2000. So ungefähr. Das ist Offroad-Ding. Nee, warte mal. Hier war ein Junggar mal. Ah, ist Offroad, sehr gut. Mal gucken, ob die Super Leistung gut ist. Ah, sehr viele unsichtbare Bäume. Das sind immer die liebsten Bäume. Unsichtbar. Au, 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 au. Tja, kriegt mich mal! Ich glaube nicht, dass ihr runterkommt. Ich glaube wirklich nicht, dass ihr runterkommt. So, jetzt machen wir eine andere Frage, die ich gerade stelle, wo wir gerade auf dieser Map mal ein bisschen experimentiert haben. Bei der Map hier, Grid Map, fährt da auch, kann man da auch mit KI rumfahren? Ich probiere es gerade mal. Das interessiert mich gerade, ob da auch KI funktioniert. Ich wüsste mal nicht, was die da machen sollen. Es gibt ja keine Routen an sich für die Strecke auf der Straße. Also es gibt ja keine Strecke. Deswegen würde mich mal interessieren, was die KI da so abziehen könnte, rein theoretisch, wenn man es darauf anlegen würde. Gucken wir mal gerade. Ich will mal kurz gucken, ob KI hier funktioniert. Es fährt tatsächlich KI hier rum. What the fuck? Jetzt wollen wir mal kurz deren Wege überprüfen. Ich bin mal gespannt, wo die langfahren. Ah, es gibt die Busroute. Die fahren die. Okay, ah. Ja gut, ist ja gar nicht mal so spannend dann. Das ist ja dann gar nicht mal so spannend. Gucken wir mal kurz. Ich guck mal kurz, was die machen. Okay, die Map brauchen wir uns nicht weiter angucken. Das ist jetzt nicht so spannend, merke ich gerade. Da passiert nicht so viel. Pikes Peak geht auch mit KI. Habe ich Pikes Peak? Ne, Pikes Peak habe ich leider nicht mehr. Ich muss wieder runterladen. Ich habe ja alles gelöscht, leider Gottes. War nicht so klug, wie ich merke, aber ja, gut. Stairway Mon, was war das denn nochmal? Das war diese geile Bergaufstück, ne? Trifft, Ollie. Das müsste ja theoretisch funktionieren, ne? Warte, wir machen mal Stairway Mountain, mal gucken, ob der geht. Du. Ah, geht, passiert. Oh, ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Ah, ne, lädt einfach nur arschschnell. Okay, super. Das nehme ich gerne an. So, jetzt gucken wir mal kurz. KI. Machen wir alles. Spawn Police. Gucken wir mal. Das könnte nämlich sehr lustig werden, weil wir haben eine schöne Driftstrecke mit Polizei in einem dabei. Das könnte sehr geil sein, um ehrlich zu sein. Race, Drift, Street Drift, Pro Drift. Wir nehmen mal eine Pro Drift, super. Ich kann ich ja wieder mit nicht umgehen, so wie ich mich kenne, aber gut, gucken wir erstmal. Oh, Alter, okay, ich muss ein bisschen weniger Gas machen. Yeah.
Ey, 2000 für Trabi nicht zu wenig. Ich hab kein, nicht zu wenig. Das weiß ich relativ deutlich sogar. Okay, dann wir nehmen keinen Drift. Super, ich kann mit diesem Auto konsequent in keiner Version umgehen. Das ist der Wahnsinn, Alter. Ich nehme jetzt. Gab's den nicht sogar zum Track-Ding? Track-Day, genau. Der war voll geil. Ich fahr den jetzt mal scheiß drauf. Wir fahren jetzt mal richtig. Sonst nicht nur konsequent scheiße. So. Okay, ich muss mal ganz kurz hier Folgendes machen. Das nervt mich jetzt schon. So, tschüss damit. Au. Okay, das war nicht so klug. Guten Tag. Boah, der fährt rückwärts. Guten Tag. Nee, Lada will ich nicht, wenn Trabi. Ich will kein Lada sowas. Lada finde ich dann alle pottenässlich. Das macht gerade viel zu viel Bock hier. Ich weiß nicht, was mit der Schrift bei dem Need for Speed Video passiert ist. Die war eigentlich gut bei mir vorher beim Rendern, deswegen kein Plan. Jetzt sind wir gegen die Wand gefahren. Sehr gut. Ich finde, das ist jetzt auch nicht das störendste gewesen, denn. Hier kann man schön rumschmeißen, ey, die Track der Version. Ja, schön Handbremse mal wieder. Guten Tag, die Herren. Wow, fuck. Ach, scheiße, das ging ja voll auf die Vorderachse. Alter! Nee, so schnell lasse ich mich nicht festnehmen. Alter, jetzt. Oh, shit. Ich wollte eigentlich da weiter hier rüber. Scheiße. Und du hast schon wieder am Arsch. Kacke, komm. Na, fuck. Okay, ich wollte jetzt öffentlich wirklich. Ich wurde jetzt wirklich gerade von der Polizei erwischt. Wow. So, weiter jetzt. Und Handbremse runter, Dick. Also solche Maps machen jetzt voll Laune, wenn du Verkehr hast. Natürlich müsste ein bisschen mehr Verkehr hier sein, damit es eigentlich ein bisschen mehr Laune macht. Aber solche Bergstraßen machen halt dann voll Bock. Weil es ein bisschen realistischer ist, wenn du hier wie so ein gestörter Hochhaxen einfach nicht auf den Verkehr achten musst. Oh, komm schon. Nein. Warte. Alles gut. Und ist wieder ein Polizeiwagen, muss ich gleich wieder aufpassen, der wird mich wieder fröhlich ein Blaulicht anwerfen. Den Verkehr habe ich automatisch gestellt, also der spawnt so viel, wie er meint, von der Performance, wie er zulassen sollte. Ist auch ganz gut so, da ich läuft das Spielwissen die ganze Zeit konstant gut. Ja, krass, wie früh der Polizist mich schon erkannt hat, ich war nur Straße über den, der jetzt schon losgelegt. Aufpassen, wenn die mir entgegenkommen. Ja, genau deswegen. Aua, fuck. Scheiße. Einmal reparieren, weil er jetzt. Oh, Polizei. Shit. Weiter jetzt. Ach, scheiße. Häng fest. Komm. Da ist eine Kontrolle. Polizei. Oh, wir haben auch einen Cover-Polizeiwagen hier bei die Assis, Alter. Oh, das geht bergabwärts. Alles gut. Schampelt. Boah, nicht gut. Was voll geil, wenn die Polizei dir so entgegengeheizt kommt, ey. Ha, ja, wenn sie dir entgegengeheizt kommt. Scheiße, wir fahren wieder nach oben. Cooler ist im Arsch. Weg geht's, ab geht's. Noch fährt er. Moin.
Noch geht er kühler. Wenn ich genug Fahrtwind hinkriege, passt das auch. Schleift ein bisschen. Nein, 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 nein. Oh, das war die Tür. Die hat auch eine Macke. Alter, wo kommen die alle her? Ey, wie viel sind das hier? Komm schon. Oh, scheiße, der hat mich. Ah, der hat mir die Achse gebrochen. Kacke. Der hat mich über die Tür zermackt. Scheiß Aufhängen ist durch. Kacke. Alter, wo kommt. Oh, wie viele kommen denn noch? Nein, nein, nein. Ah. Oh, Junge. Das ist ja verschreckend, dass ich nur so leicht die scheiß Polizisten zu kommen. Ne, 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 ne. Ja, komm, dann nimmt mich jetzt auch fest, die Karre ist im Arsch. Dankeschön. Ich wollte sagen, macht euch doch nicht unnötig selbst so schwer. So, dann brauche ich auch irgendeine andere Track-Karre, die ja geil für den Berg ist. Obwohl, warte mal. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir denn? Ich suche gerade. Hey, jetzt sehe ich die Karre nicht da. Den gibt's doch als Hill Climb. Genau, Sequential. Perfecto. Der hat nämlich perfekt dafür gedacht. Ist perfekt dafür geeignet, die Kiste. Alter, hab ich ihm einen die Front kaputt gemacht. Aber er ist mir auch gut in die Karre gefahren. So, los geht's. Guck mal, ob sie mir damit immer noch hinterherkommen. Ob mir damit immer noch auf den Sack geht. Ja, wenn ich sowas mache, auf jeden Fall. Au! Fuck. Gib ihm! Ja, da hab ich auch wieder schon auf Chica. Sehr gut. Ja, da kam ein Polizist. Aua, Feldweg, ouch. Ah, ich sollte aufhören, die Ölwanne auf dem Boden zu zimmern. Guten Tag. Die sind natürlich noch nicht so intelligent, die Polizei, ne? Aber ich denke mal, das ist KI-System, können wir noch über Dauer immer noch verbessern. Das ist ja jetzt nur Anfangsstadium erstmal. Dafür ist das schon nicht komplett verkehrt. So, da kommt noch einer. Da kommen zwei sogar. Gehabt. Passt. Noch was nach oben schaffen. Nein, nicht einreden. Ah, aua, 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 aua. Da habe ich die Bodenwelle übersehen. Scheiße, das war die ganze Front mit dem Stoßstangen. Aufhängen ist aber noch okay. Solange ich mir den Stoßstangen wegreiße, alles gut. Das Armpressdruck ist zwar nicht mehr so geil. Aber damit komme ich schon irgendwie klar. Passt natürlich auch nicht mehr so zum Heck, leider. Zwei sogar. Oh, drei, 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 drei. Oh, oh. Ah, nein, mein Aufhängen. Irgendwas hängt. Ah, die scheiß Stoßstange hängt mir im Reifen. Kacke. Markiert mir die Lenkung jedes Mal. Ah, schon wieder meine Bodenwelle drüber. Ich sollte es echt sein lassen. Jetzt die Aufhängung jedes Mal noch mitmacht, das ist ein Wunder. Boah, gegen Konter. Hoppala. Schon. Ah, shit. Bin verloren. Hast du den da oben geschafft? Hey. Das ist ja auch ruhig. Ich höre die ganze Sirene die ganze Zeit von unten, aber hier oben ist eigentlich gerade nicht viel los. Soweit ich das sehen kann. Ach, komm schon. Ja, soviel zu dem Thema. Ah, ich hab's auch oben geschafft. Dann werden wir sagen, versuchen wir es noch einmal nach unten. Und wenn wir es dann unten angekommen sind, würde ich sagen, bin ich auch durch für den heutigen kleinen Stream.
Morgen werden wir auf jeden Fall dann im Stream, morgen ab 16 Uhr, schaut gerne rein, werden wir auf jeden Fall dann mit Need for Speed Payback beginnen. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann werden wir nämlich nochmal, ja, Payback durchzocken im Stream. Also das wird morgen ab 16 Uhr passieren. Also dran denken, morgen 16 Uhr auch wieder Stream hier auf Twitch. Da geht's los mit Need for Speed Payback. So, ich baue jetzt einmal nochmal die Hilfkampfstrecke bergab. Wir reparieren kurz nochmal auf dem Weg davor. So, jetzt geht's ab. So, wie gesagt, morgen gibt's dann einen Payback-Stream. Heute wollte ich nochmal kurz eine kleine Runde BMG mit dem Update nochmal zocken. Shit, da kommt eine Undercover-Polizei, aber ich will gucken, wie ich das hier hinkriege, ohne die Kacke kaputt zu fahren. Fuck, das wollte ich nicht machen, scheiße. Gibt's dann Payback-Punkte auf Subs und Donations? Exakt so sieht's aus. Weil er hat mir Gott sei Dank wirklich nur die Tür getroffen, er hat richtig Glück gehabt, nicht auf die Aufhänger gekriegt. Guten Tag, guten Tag. Ich bin so glücklich, dass er die Tür getroffen hat, ey. Die Aufhänger hätte hinten die Seite getroffen, hätte ich direkt wieder restarten können. So ist ja alles gut. Ich würde eigentlich ohne total Schaden jetzt mal rumkommen, ohne Reset. Das wird eigentlich machbar sein. Ich höre Polizeiwagen, ich glaube, es ist doch von oben. Ne, da unten ist einer, scheiße. Ja, er zerlegt gerade die Karre gerade selber. Guten Tag. Gut gemacht. Ich liebe es, das Getriebe hier auch und so bei der Karre. Der Wagen ist echt geil von der Klangkulisse mittlerweile. Wann machst du mal Need for Speed 24 Stream? Ja, anders, ich habe deine Nachricht gesehen. Oh, ich hab heute die auch noch. 24 Stunden Stream mache ich nicht. Habe ich keinen Spaß dran, deswegen kommen die nicht. Ich will das Streams machen, wenn ich Spaß habe. Und 24 Stunden Stream finde ich persönlich anstrengend einfach. Und da geht der Spaß ein bisschen verloren, finde ich. Deswegen, nein, 24 Stunden Streams machen wir nicht. Ich mag meine 2-Stunden-Streams, da bin ich auch schön voller Elan und ganz sehr motiviert. Das ist dann auch für den Zuschauer und für euch ein bisschen besser. Und deswegen bleiben wir schön bei den kurzen, knackigen Streams. Je nach Spiel vielleicht mal längere, wenn es sich anbietet, aber sonst nicht. So, ich habe gerade echt viel Glück, dass ich die Karre konsequent selber kaputt fahre und die Polizei eigentlich nichts zu machen ist. Oh, nächster Polizeiwagen, Karre untersteuert. Scheiße, ey, und mit den kaputten Fronzeln da vorne ist die Karre jetzt so tief giftig, weil ich keinen Abriss mehr kriege vorne. Der nächste. Jetzt haben sie mich aber richtig auf Kieger, ne? Ah, ne, ist normaler Verkehr. Ah. Ja, jetzt hat die auf den Kind rechts einen drauf, kriegst du den Reifen schief. Scheiße. Und. Ah, fuck. Und nochmal hier den Reifen. Schleicht immer auf die Hölle. Boah, Alter, jetzt machen sie Straßensperren, die Assis. Oh, fuck, 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 fuck. Guten Tag, die Herren. Boah. Ha. Boah, knapp. Nicht gegen das Schild. Au. Schwertbein komplett weg. Ah, jetzt habe ich hier. Nein, zick, nein! Boah, Kotflügel voll in das Schild gebohrt, ey. Glück gehabt nochmal. Nein! Was mache ich denn hier? Fuck, komm, weiter jetzt. Ich wollte nur rumschmeißen, hat ein bisschen viel Schwung bekommen. Schleift und kratscht und fährt alles krumm und schief, ey. Die ganze Karre ist im Eimer. Ah, oh, Polizist! Scheiße! Reifen vor links platt, scheiße Kühler im Eimer. Nicht gut. Oh, jetzt wird's doch lustig werden. Nein! Boah, die Karre fällt auseinander. Das finde ich halt bei dem Spiel geil, aber Polizei, vorhin gesagt, mit so einem Schaden zu, wir sind natürlich auf ganz anderem Level, ne? Aber du hast halt einfach viel mehr Möglichkeit, dass die Karre die auseinanderfällt. Komm! Boah, fährt er sich scheiße mit dem Reifen vorne jetzt. Ich will ausweichen, ich will ausweichen. Sehr gut. Ah, komm! Fuck! Nein, da kommt der nächste. Komm, 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 komm. Boah.
Scheiße. Da steht schon wieder einer. Vorbei, easy. Sehr gut. Kann ich keinen lenken? Ich kann keinen lenken, der ist blockiert. Da habe ich noch einen Platten, die aufhängen ist am Arsch. Scheiße. So weit ist nicht mehr. Ah, jetzt komme ich vorbei. Boah, das war knapp. Ist gerade losgefahren. Ich gehe gerade aus. Fuck. Alter. Okay, jetzt geht die Karte. Oh, shit. Schlag ist auch ab, nicht gut. Ich kann nicht mehr lenken. Nein, ich kann gar nicht mehr lenken. Oh nein, bald. Oh. Ja, links gucken gehen noch. Alles gut. Oh, komm, komm. Lenk doch ein! Scheiße, Rechtskurven gehen nicht mehr. Dass Rechtskurven nicht gehen, ist sehr unpraktisch bei der Strecke, die jetzt gerade nur nach rechts will. Scheiße. Nein, 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 wir müssen da rechts rum. Lass mich durch, lass mich durch. Nein! Boah! Achse vor links jetzt auf den Zeh gebrochen. Ich hab's nicht geschafft. Oh, komm. Nein! Boah, fuck, Junge. Nehmen wir die Kamera nicht komplett auseinander. Nein. Noch Fehler, noch Fehler, noch Fehler. Komm! Rück ins Gang! Oh, ins Gang! Komm! Komm! Na, fuck! Alter, ey! Ey, wenn die Polizei irgendwann nochmal richtig geil Level hat, so Need for Speed Heat Level, ey, dann wird das so richtig geil werden. Also kein Scheiß! Allein weil du Schadensmittel hast, wird das so geil Verfolgungsjagden. Aber ich würde auch sagen, mit diesem wunderschönen Ausschnitt würde ich sagen, bin ich raus. Für diesen kleinen Stream. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Danke auf jeden Fall für euren massiven Support. Dankeschön wieder dafür fürs Einschalten. Und morgen wieder, 16 Uhr, finden wir uns hier wieder für Need for Speed Perimeter Legion. Und ich da los. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und damit fähre ich raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.